Vielen Dank auch für den Vortrag. Ich habe mich wiedergefunden, Herr Professor Dr. Rohner. Ich könnte hier wahrscheinlich nahtlos anschließen und stundenlang referieren, wie wir das mit Insieme und Fiscaliti erlebt haben. Aber ich möchte mich hier besonders auf das Thema Schwerpunkt Beschaffung konzentrieren. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 2013 CIO der Eidgenössischen Steuerverwaltung und seit kurzem Vizedirektor und Hauptabteilungsleiter Ressourcen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung und leite dieses Programm Fiscaliti. Hier kurz die Agenda, die wir durchgehen wollen. Ich gebe Ihnen ein kurzes Porträt, damit Sie alle wissen, um was geht es und warum ist das Projekt Fiscaliti für den Bund auch so wichtig. Dann ein kurzer Rückblick auch, was ist das Programm Fiscaliti. Ein bisschen Lessons Learned habe ich mit eingebaut, damit Sie das auch sehen können. Und dann möchte ich eingehen in die Methodik, wie wir die Beschaffung von IT-Projekten und das Controlling von den IT-Projekten machen. Und hier Beschaffung sehr spezifisch auf die Entwicklung dieser Projekte. ESDV auf einen Blick, rund 1000 Mitarbeiter haben wir. Wir sind verantwortlich für einen Hauptteil der Beschaffung der Bundeseinnahmen. Wir sind gegliedert in 4 Hauptabteilungen, direkte Bundessteuerverrechnung, Steuerstempelsteuer, Mehrwertsteuer, Steuerpolitik und neu die Hauptabteilung Ressourcen. Zu gegebener Anlass, Steuerverwaltung ist 100 Jahre alt geworden. Ob es ein Grund zum Feiern ist, weiß ich nicht. Aber wohin das führt, wenn man keine gute Steuerverwaltung hat, sieht man vielleicht an ein paar Ländern im Süden Europas. Ich denke, man kann sehr froh sein, dass man diese Stabilität auch hat für die Wirtschaft, auch für die Bevölkerung, dass Steuern eingenommen werden, dass der Staat funktioniert. 1915 hat das mal angefangen als eine einmalige Steuer. 16 war sie wieder einmalig, 17 war sie wieder einmalig und irgendwann wurde sie zu einer dauerhaften Einrichtung und in diesem Jahr haben wir eigentlich 2015 unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Hier mal die Einnahmen 2013. Der größte Teil von den rund 50 Milliarden entfällt auf die Mehrwertsteuer. Rund 40% auf die direkte Bundessteuer, dann gibt es noch die Stempelabgaben, Wehrpflichtersatz und die Verrechnungssteuer. Ja. Man sieht, von den 65 Milliarden, die der Bund einnimmt, nehmen wir einen sehr, sehr, sehr großen Teil ein. Das heißt auch, dass dieses Projekt Fiscaliti sehr wichtig ist für den Bund. Deswegen sind wir auch immer so als Nummer 1 geratet, wenn es um die Verteilung von Geldern geht. Das wird nicht jedem gefallen, weiß ich. Aber irgendwann ist das Projekt auch mal vorbei und dann gibt es wieder Gelder für andere. QSM, das ist die Firma und die Methodik, die wir verwenden für diese Projekte. Ich komme dann später näher drauf. Hier geht es um die richtige Planung von Projektumfang und Dauer, Initialisierungsphase. Es geht hier um die permanente Überwachung des Projektes und Messung von Entwicklungs-, Produktivitäts- und Softwarequalität und auch um Szenarios zu entwickeln. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, Professor Rohner, die Dauer eines Projektes, Anzahl der Ressourcen, die man einsetzt, natürlich auch der Umfang, den man hat, hat natürlich einen großen Einfluss auf den Erfolg des Projektes und das im Griff zu behalten, weil es ja auch dynamisch ist zum Teil, es gibt immer wieder Veränderungen, müssen wir das in Szenarien immer wieder überprüfen. Kurz zum Programm Fiscaliti, was war die Ausgangslage? Im 2005 hatte man alle Investitionen in Erneuerung von Unterhalt von IT-Systemen der ESDV sistiert und hat gesagt, man macht das Projekt Insieme. Mit dem Abbruch im 2012 waren natürlich etliche Lücken aufgetreten. Man hatte sich ja darauf eingestellt, ein neues IT-System zu bekommen. Dadurch ist die Situation entstanden, dass wir überaltete IT-Systeme hatten. Rund 78 Systeme sind im Einsatz oder waren im Einsatz, die für die Operationalität der ESDV essentieller Wichtigkeit waren. 67 dieser befanden sich zu dem damaligen Zeit schon am Lebensende. Also dringender Handlungsbedarf. Dann viele Anforderungen konnten nicht umgesetzt werden. War klar, 2005 hatte man aufgehört, Investitionen zu tätigen. Und man musste hingehen und musste sagen, okay, gut, wir bauen mit dem neuen System all die neuen Anforderungen, alles das, CD-Bund und was alles dazu kam, bauen wir dort ein. E-Government hat man nicht weiterentwickelt. Man hat gesagt, das kommt ja was. Wir haben eine heterogene IT-Landschaft daraus entstanden.
weil die Mitarbeiter natürlich auch in der IT versucht haben, mit irgendwelchen Methodiken, mit kleinen Tools, mit kleinen Access-Lösungen etwas zu schaffen, mit denen sie auch arbeiten konnten. Lessons learned. Nach dem Abbruch in Sieme haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was heißt denn das jetzt konkret? Warum ist das passiert? Also die Reflexion gemacht, die auch wichtig ist. Und wir haben gesagt, wir müssen die Risiken minimieren. Insieme war geplant als ein One Software Fits All. Also eine Software für alles. Von der Stempelsteuer bis zur direkten Bundessteuer, Mehrwertsteuer bis hin zum internationalen Geschäft. Und wir haben gesagt, das können wir so nicht weitermachen. Wir müssen das anders gliedern. Wir müssen Quick-Wins auch schaffen für die Mitarbeiter, die ja letztendlich auch involviert sind in das Projekt und die dann auch Erfolge feiern wollen, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Professor Ronda. Das ist ganz wichtig. Dann die Vorgänge, Festlegung der Zielarchitektur. Wir haben uns gesagt, wie soll Fiscal IT zukünftig ausschauen? Wie wollen wir das aufbauen? Und wir haben dann dort gesagt, wir wollen Shared Services haben. Wir wollen dort, wo es möglich ist, Standardsoftware nehmen. Und dort, wo es steuerspezifische Besonderheiten gibt, gehen wir in die Richtung, dass wir Individualentwicklungen machen. Dann haben wir die IT-Kompetenz verändert innerhalb der Steuerverwaltung. Wir haben vorher 4 Abteilungen gehabt, die sich mit Informatik beschäftigt haben. Die haben wir zusammengefasst, die Mitarbeiter, und haben sie sehr stark in das Programm integriert. Eine Lösung für alles ist nicht machbar. Die steuerspezifischen Bedürfnisse zu berücksichtigen war sehr wichtig in dieser Architektur. Und was ganz wichtig ist und ein entscheidender Punkt ist, die Zusammenarbeit, wer ist für was verantwortlich? In der Bundesverwaltung ist das besonders, weil wir hier ja auch mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation zusammenarbeiten, ist das sehr wichtig, dass wir hier klar festlegen, wer macht eigentlich was. Und dass man nicht nachher dann den schwarzen Peter sich gegenseitig zuschiebt und dass man hier zusammenarbeitet. Wir haben hier eine Rahmenvereinbarung gemacht, zusammen mit dem BIT. Das ISB und das Generalsekretariat haben hier mit unterstützt und haben gesagt, wie stellen wir das Ganze auf. Die inhaltliche Verantwortung haben wir so geregelt, dass für die einzelnen Projekte jeweils ein Auftraggeber aus dem Fach bestimmt worden ist und dieser Auftraggeber ist verantwortlich für die einzelnen Projekte. Das war vorher auch nicht so, das war eine separate Organisation. Was sind jetzt die Hauptziele? Die Hauptziele sind in erster Linie die Operationalität der ESDV sicherzustellen. Sie haben vorhin gesehen, rund 50 Milliarden Einnahmen, die müssen generiert werden. Das müssen wir sicherstellen, dass das weiterhin passiert. Deswegen steht das an oberster Stelle. Es geht hier nicht darum, die teuerste und schönste und beste Software der Welt zu entwickeln. Es geht hier darum, die Operationalität sicherzustellen. Aber wir möchten auch sicherstellen, dass wir Effizienzsteigerungen hier vornehmen können, weil es kommen viele neue Aufgaben hinzu, Kantone, international, automatischer Informationsaustausch, FATCA mit den USA, solche Themen kommen neu hinzu und die müssen wir bewältigen können. Also es gibt mehr und mehr Aufgaben und dazu müssen wir effizienter werden. Die Reduktion der Komplexität der IT-Systeme ist sehr wichtig, gerade auch im Hinblick auf den Unterhalt des Lifecycles. Wir möchten ja sicherstellen, dass diese Software über Jahrzehnte, also Jahre, Jahrzehnte überlebt, dieses Konstrukt überlebt, indem wir dort einen regelmäßigen Release-Update machen. Dazu müssen wir die Software so kapseln, dass sie auch releasefähig sind. Das lösen wir mit Shared Services. Was sehr wichtig ist an der Stelle, wir wollen kein weiteres Projekt wie Insieme und Fiscal IT umsetzen. Wenn, dann wollen wir einzelne Projekte umsetzen, wo wir sagen, einzelne Komponenten werden wir schrittweise erneuern und andere Komponenten bleiben bestehen. Deswegen arbeiten wir hier mit dem Enterprise Service Bus, der eigentlich die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. So, was ist das Programm Fiscal IT? Hier haben wir den Auftraggeber, Adrian Hug, das ist der Direktor der ESDV, klar, weil die gesamte IT und die gesamten Prozesse der ESDV betroffen sind. Dann meine Wenigkeit als Programmleiter, also man sieht, dass das sehr hoch aufgehängt ist in der Steuerverwaltung und wir haben einen Zeitraum von 5 Jahren. Und in 5 Jahren kann sich auch immer sehr viel verändern. Das heißt, wir haben auch ein sehr dynamisches Umfeld, automatischer Informationsaustausch, RTVG, Radio- und Televisionsgesetz, haben Sie gehört. Das sind neue Themen, die auf uns zukommen.
Wir haben ein Architekturkonzept erstellt in 2013, auf dem wir basieren. 29 Fiscal IT-Projekte und sogenannte Non-Fiscal IT-Projekte. Was heißt das jetzt? Die Non-Fiscal IT-Projekte sind Projekte, die mussten wir vorher beginnen, bevor die ganze Budgetierungsphase gestartet hatte in 2013. Das heißt, die haben wir vorab gestartet, deswegen sind es in Summe 35 Projekte, die wir dort machen. Wir sehen 35 IT-Projekte, sehr, sehr komplex. Deswegen hier haben wir ein Fiscal IT-Programmleitung, deswegen heißt es Programm an der Stelle. Und wir schauen, dass wir im Grunde diesen Gesamtkontext, diesen Gesamtkonstrukt mit der Architektur im Griff behalten. Das Budget 85,2 Millionen. Sie haben vorher eine Zahl gesehen, in Sieme waren das Budget 152 Millionen. Warum ist das jetzt deutlich weniger? Erstens mal, in Sieme ist nicht nur alles in den Sand gesetzt worden, da ist auch was entstanden, das man wiederverwenden kann, hauptsächlich konzeptionell. Und zum anderen der technologische Fortschritt. Wir haben festgestellt, dass gewisse Funktionalitäten, die wir jetzt neu hergestellt haben, teilweise Faktor 10 günstiger waren, als sie noch bei unter Inseme waren. Das war die, also braucht man nicht lesen können, das nur als zur Veranschaulichung, das war die Informatiklandschaft der ESDV 2013, als ich das übernommen habe. Und man sieht so zwei, so einen grünen Teil und man sieht so einen ja, leicht gräulich-bläulichen Teil. Das ist die Mehrwertsteuer, das ist die direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelsteuer. Dann gibt es so ein paar kleine Applikationen dazwischen drin. Und man sieht, viele Applikationen haben gar keine Pfeile, sind also nirgendwo hin angebunden. Das sind Handschnittstellen oder Excel-Schnittstellen. Man sieht es hier auch auf der Seite. Man sieht, dass die Systeme faktisch nicht miteinander verbunden sind. Obwohl die Kunden, die wir haben, die Unternehmen sind ja die gleichen. Ja. Und hier sieht man ganz klar den Handlungsbedarf, den wir haben. Also wir haben keine einheitliche IT-Landschaft gehabt. Hier das Bild schaut aufgeräumter aus, so soll es 2018 ausschauen. Wir haben hier Shared Services, Kundenbuch, Inkasso. Wir haben hier das Partnermanagement, elektronische Dossierverwaltung. Hier ist das Dokumentenmanagementsystem. Hier sind die Fachapplikationen und hier oben sind die Kanäle nach außen. Hier Mehrwertsteuer Online-Einreichung, Online-Anmeldung, Verrechnungssteuer Online-Bearbeitung. Also nur zum Verdeutlichen, in welche Richtung geht das Ganze. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, 35 Projekte wollen wir hier begleiten. Das heißt natürlich, es gibt eine große Herausforderung, wie wir das angehen. Wir müssen schauen, dass ich dann von der Zeit ja, gut bin. Also ich habe doch genügend. Wir wollen nachher noch eine kleine Diskussion auch haben. Also die Methodik, die wir zusammen mit QSM eigentlich jetzt bei uns erstmal eingeführt haben, basiert auf zwei Themen, einem mathematischen Simulationshilfsmittel und einer Datensammlung von eingesetzten Entwicklungsprojekten, umgesetzten. Warum braucht man das? Wir haben uns überlegt und gesagt, ja, Beschaffung ist das eine Ausschreibung schreiben, aber wie sind wir sicher, dass eine Ausschreibung dann tatsächlich auch das enthält, dass ein Lieferant auch ein effektives Angebot abgeben kann? Diskussion war vorhin dann, wo der Lieferant mit der linken Hand daneben schreibt, wo kann er dann auch noch zusätzlich kassieren? Das wollten wir natürlich so nicht und wir haben gesagt, wir brauchen einen Überblick, hat der Lieferant auch verstanden, was wir eigentlich umsetzen wollen? Deswegen haben wir uns nach einer Methodik umgeschaut und haben hier eigentlich die richtige gefunden aus unserer Sicht. Man sieht hier, einmal sind eigentlich die vier Themengebiete, einmal der Need, der da ist, also was brauche ich, die Anforderungen, dann welche Mittel brauche ich dafür, also die Ressourcen, dann natürlich die Zeit und hier hat man nachher dann die Software, das ist die Frage, wie groß ist die Software und welche Defekte sind. Auf der anderen Seite haben wir hier die Datensammlung von 50.000 umgesetzten Projekten, die der Lieferant, der das hier zur Verfügung stellt, selber hat und die aktuellen Angebote dagegen misst. Hier die Formel, nach der das Ganze funktioniert, also die Größe, das ist der Umfangsscope der Software. Dann der Aufwand, den man in das Ganze reinsteckt. Man sieht hier die Formel hier oben, also hier die Größe, dann die Zeit und die Produktivität. Und daraus ergibt sich dann, und die Zeit, die Produktivität, und daraus ergibt sich dann hier
der Effort, der Aufwand, der getrieben werden muss. Dann der nächste Schritt ist im Grunde, um diese Themen zusammenzufassen und dann hier zu vergleichen mit anderen Projekten und zu schauen, wo liegt jetzt der Lieferant, in welcher Kategorie, ist er besser als der Durchschnitt, ist er schlechter als der Durchschnitt, wie groß ist die Größe des Projektes, um danach auch Simulationen machen zu können. Und am Ende des Ganzen steht natürlich die Frage, Ausschreibung des Lieferanten, dann das Benchmarking, und dass wir schauen können, auch hat das, was wir eigentlich mit dem Lieferanten vereinbart haben, funktioniert. Jetzt gehe ich gleich in die Tiefe rein und komme eigentlich zur ersten wichtigen Fragestellung. Als wir die ersten Projekte ausschreiben wollten, haben wir uns überlegt, machen wir eigentlich das Richtige? Wie kommen ein qualitativ gutes Angebot, wie bekommen wir das vom Lieferanten? Wie können wir sicherstellen, dass die Qualität des Angebots richtig ist? Da war ja die Frage, ja, reicht das, was wir beschrieben haben, reicht das überhaupt auch? Sind die Anforderungen, die das Fach gestellt haben, richtig beschrieben? Ist das überhaupt machbar, was da verlangt wird? Kann man daraus eine Schätzung machen? Sind die Anforderungen detailliert genug beschrieben, dass der Lieferant auch sagen kann, jawohl, da und dort liegen die Risiken, um die Größe auch des Projektes festzulegen und dass ein Lieferant letztendlich dann ein valides Angebot abgeben kann. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben eigentlich hier eine unabhängige Überprüfung der Anforderungen gemacht. Also das heißt, ein externer Unabhängiger hat die Anforderungen genommen und hat diese Anforderungen überprüft. Basis dafür waren die Hermes-Dokumente. Wir arbeiten natürlich nach Hermes an der Stelle. Haben dann ein Sizing auf der Basis gemacht. Und wenn Unklarheiten waren, sind die Kollegen natürlich sofort auf uns zugegangen und haben gesagt, wir verstehen das nicht ganz. Was soll da genau gemacht werden? Wir können das nicht genau abschätzen. Wir haben dann die Analyse der Dokumente und Qualität in Bezug auf Vollständigkeit, Konsistenz und Abstraktion gemacht. Also kann man mit diesem Dokument etwas anfangen, kann man eine Schätzung darauf machen. Dann gab es eigentlich eine Bandbreite, Entschuldigung, zurück, wo man sieht, hier sieht man die Bandbreite, das ist der erwartete Wert in Functional Points, das ist das Maximum und das ist das Minimum, was wir erwarten. Also in dieser Bandbreite sollte sich eigentlich danach das Angebot bewegen, des Lieferanten. Wir haben hier Qualität, SUS-Dokumentation gemacht, also wie ist es überall, die Abstraktion, die Komplettheit, die Konsistenz, um zu sehen, ist die Qualität von diesem Anforderungen gut. Dann haben wir eine unabhängige Schätzung machen lassen von QSM und haben hier gesagt, Überprüfung des Budgets und des Zeitplans sowie Vergleichbasis für Angebot des Lieferanten herstellen. Das war die Fragestellung. So, jetzt man kriegt dann unterschiedliche Angebote und man stellt sich die Frage, ja, das ist jetzt nicht das Budget, was wir erwartet haben. Das ist nicht die Zeitdauer, die wir erwartet haben. Dann die Frage, gegen was messen wir denn jetzt die Lieferanten? Wir haben jetzt mehrere Lieferanten, die haben ein Angebot abgegeben und wir haben von A bis C haben wir 4, 5 verschiedene Angebote bekommen, die komplett unterschiedlich sind im Preis. Hat jetzt der Lieferant verstanden, was er eigentlich umsetzen soll? Wie messen wir das? Wie vergleichen wir das miteinander? Und wo liegen die Risiken? Und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt Kennzahlen und müssen einen Plan simulieren und eine Risikoanalyse machen. Und haben die Lieferanten Folgendes erheben lassen. Einmal, sie mussten die Größe darstellen in Form von Functional Points. Dann die Dauer, also wie lange soll dieses Projekt dauern. Dann auch den Aufwand und die Kosten natürlich in Abhängigkeit dazu und welche Mitarbeiter sie verwenden. Darauf basierend können wir dann simulieren, wenn sich etwas verändert, wie bewirkt das auf Seiten des Lieferanten, wenn wir hier Zeiträume ändern, wenn wir die Anzahl Mitarbeiter ändern, wenn wir den Scope ändern, was bedeutet das? Wir haben hier mehrere Pläne simuliert und können die Menschen Termine
eingehalten werden? Das ist eine wichtige Fragestellung. Man sieht es dann hier auf, ich komme da gleich nochmal später drauf, auf die Duration hier oben. Also man sieht, wenn man hier auf die Größe, wie viele Monate dauert das Ganze und kann hier verschiedene Auswertungen machen. Wichtig ist uns dabei, dass wir nachher mit dem Lieferanten einen klaren Blick haben, wie setzen wir dieses Projekt um. Und welche Risiken liegen dahinter? Die Risiken ist zum Beispiel hier, eine Analyse, die wir gemacht haben, basierend auf der Simulation der Lieferantenproduktivität. Also der Lieferant musste uns auch mitteilen, welche Projekte er vorher gemacht hat, wie lange haben die gedauert, welche Größe haben die gehabt und haben dann eine Beschränkungen gehabt bezüglich Lieferdatum, dem Aufwand und Staff. Und haben dann Schlussfolgerungen daraus gezogen, haben zum Beispiel gesagt, wenn das Budget und Staffing, können wir 80% Wahrscheinlichkeit eingehalten werden, wenn Liefertermin auf Ende Oktober verschoben wird. Oder wenn man jetzt den Termin kürzer macht, was heißt denn das? Wenn wir jetzt hingehen und sagen, es ist nicht Oktober, es muss im September fertig sein. Wie viele Ressourcen muss der einsetzen? Welche Kosten bedeutet das? Was muss verändert werden im Projekt? Oder wenn man das Ganze verlängert. Wenn Sie ein Projekt verlängern, heißt es automatisch, Sie haben mehr Overhead-Kosten. Hier können wir sehr gut simulieren, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Dann, basierend auf dem, haben wir einen Marktvergleich gemacht. Und ich komme gleich zum Beispiel. Ich habe eins genommen, wo das Bitly Offerte gemacht hat. Zielfrage war, wie überprüfen wir das Angebot? Wie ist es vergleichbar gegenüber dem Marktbenchmark? Die Fragestellung war hier die Annahme zum Budget und Zeitplan von der unabhängigen Schätzung, wo und warum weicht die ab? Kann der Lieferant die Leistung auf Basis seiner historischen Daten überhaupt erbringen? Das ist eine wichtige Frage. Also wenn man die historische Daten hat und jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, ich mache jetzt ein Projekt von einer Größe von 1000 Functional Points und ich brauche 5 Monate dafür und wir sehen in den historischen Daten, er hat bisher immer für 1000 Functional Points mit den Ressourcen 2 Jahre gebraucht, dann macht das keinen Sinn, mit dem weiter zu diskutieren. Und haben dann gesagt, wir brauchen eine Angebotsbeurteilung. Und es funktioniert wie folgendermaßen. Es gibt hier eben dieser Vergleich. Jetzt sieht man hier, ist er unten drunter hier im Vergleich. Und da hat er eventuell zu wenig Zeit eingeplant. Hat er vielleicht zu günstig offeriert oder zu wenig Staff eingeplant. Und so günstig offeriert ist auch ein wichtiger Punkt. Also das ist nicht genau die Diskussion, die wir vorhin gehabt haben. Das sind dann meistens die Lieferanten, die mit Links dann schreiben, wo sie dann das Geld holen werden. Ja. Und das vergleichen wir hier gegenüber bestehenden Projekten oder historischen Projekten. Und damit ist die Frage dann geklärt, ist die Offerte mit dem Leistungsauftrag des Lieferanten im Einklang? Wenn das so ist, dann haben wir hier, oder wenn es nicht so ist, haben wir hier einen Ansatzpunkt mit dem Lieferanten zu diskutieren. Der Lieferant kann ja auch dazu kommen, dass er sagt, ich beurteile das Angebot anders als die unabhängige Beurteilung. Aber dann kann man darüber diskutieren und kann sagen, genau, wo liegt das? Und wir haben so einen Fall auch schon gehabt, wo wir ganz klar gesagt haben, das liegt daran, dass ein Punkt nicht berücksichtigt worden ist, zum Beispiel Schnittstellen nicht berücksichtigt worden sind und haben dann dort ganz klar eingreifen können. Wir haben hier ein historisches Projekt genommen, Mehrwertsteuer-Online-Einreichung. Hier darf ich schon ankündigen, dass ab dem 1. September können alle Unternehmen ihre Mehrwertsteuer zukünftig online einreichen bei der Mehrwertsteuer. Es gibt auch weitere Funktionalitäten, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben hier das Meridian. Wir haben hier die Größe des Projektes, also die Komplexität des Projektes. Und man sieht, dass hier dieses Angebot, was hier gemacht worden ist, ziemlich nahe am Marktdurchschnitt ist. Andere historische Projekte sehen Sie hier unten, die sind weit außerhalb. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Angebot hier unten gewesen wäre, wäre es Handlungsbedarf gegeben zu diskutieren. Hier sieht man aber ganz klar, die Vorversion MOE 1 war relativ nah am Benchmark und das Angebot für MOE 2 war auch sehr nah am Benchmark. Man sieht, die Komplexität war etwas höher. Das hat uns geholfen, im Grunde genommen jetzt auch eine Sicherheit zu bekommen und zu sagen, kann der Lieferant das auch umsetzen, was er verspricht.
weil er hat mit dem gleichen Team gearbeitet und wir haben dann hier ganz schnell Vertrauen gewonnen, dass das BIT in der Lage ist, das mit dem vorgegebenen Budget, was wir gemacht haben, auch umsetzen kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Überwachung und Controlling. Jetzt haben wir mit dem Lieferanten haben wir jetzt den Vertrag gemacht. Wir sind uns sicher, er kann es auch. Wir sind uns sicher, dass er verstanden hat, was er eigentlich umsetzen soll. Aber wie überwachen wir das jetzt? Also wie überwacht er, werden die überwachten Leistungen des Lieferanten? Werden die vereinbarten Ressourcen auch eingesetzt? Wichtiger Punkt, wir stellen das immer wieder fest jetzt in den Projekten, dass Ressourcen versprochen werden, aber die Ressourcen gar nicht da sind. Dann hat natürlich Auswirkungen auf die Zeit, hat Auswirkungen auf die Qualität, hat Auswirkungen auf die Produktivität und am Ende natürlich auch auf die Kosten. Dann wird die erwartete Produktivität erreicht, also setzen wir die das auch um, was wir vereinbart haben. Können die Ziele mit der Produktivität und der eingesetzten Ressourcen auch erreicht werden? Und was machen wir dazu? Wir haben ein monatliches Controlling. Dieses monatliche Controlling schaut so aus. Jetzt ist das ein Fall, der schon abgeschlossen ist. Eben Mohe 2 haben wir als Beispiel hier genommen. Und da sieht man hier ganz klar, das ist hier die Effort Size und das sind die Monate. Das heißt also, wie viele Functional Points müssen pro Monat abgearbeitet werden? Da gibt es eine Kurve, eine grüne Kurve. Das ist ein Plan, den machen wir zu Beginn mit dem Umsetzungsteam. Man sieht hier im grünen Bereich ist alles in Ordnung und im gelben Bereich gibt es Handlungsbedarf und wenn man außerhalb des gelben Bereichs gibt, da gibt es ordentlichen Steuerungsbedarf. Man sieht hier den Verlauf, man sieht, das Projekt hat ganz gut angefangen, hat dann ein bisschen, hat sich ein bisschen zwischen den gelben Linien hin und her bewegt, ist dann hier mal unten runtergefallen, dann hat es einen extra Effort gegeben und zum Schluss hat man das Ziel erreicht. Das ist ein Good Case, ja, also ich könnte jetzt auch andere zeigen, die deutlich schlechter ausschauen. Man sieht hier eigentlich schon fast die Begründung dazu, den Einsatz der Ressourcen. Am Anfang waren relativ wenige Ressourcen, das ist die Konzeptionsphase, man sieht es hier oben, das ist die Konzeptionsphase. In der Konzeptionsphase waren relativ wenig Ressourcen da, die standen zur Verfügung, deswegen war das auch kein Problem. Dann hat man gestafft und man sieht hier dann plötzlich, das war hier wahrscheinlich irgendwo erste Urlaubszeit, dann hat man versucht, mit mehr Personal die Sachen wieder aufzuholen. Das sieht man hier oben dann. Und man sieht hier, dann gab es wahrscheinlich hier im August wieder Urlaubszeit. Und hier hat man dann das Ganze dann umgesetzt. Man sieht also diese Ausschläge. Und die sehen Sie nicht, wenn Sie nur dieses Bild haben. Wenn Sie nur dieses Bild haben, haben Sie keinen Blick darauf. Sie brauchen eigentlich auch diese Auswertung, um zu sehen, wo steht das Projekt. Wenn das Projekt noch am Laufen ist, dann sind hier unten die Sachen, das ist Ist, das ist Soll, also das Budget. Wenn hier das Projekt noch am Laufen ist, sieht man nämlich so ein weißes Kästchen hier hinten, wo man sieht, wo ist der Forecast. Also in welche Richtung geht das Ganze. Also wird das eingehalten oder nicht. Und da sieht man relativ schnell anhand diesen Kurven, die hier zur Verfügung stellen, ob der Lieferant in der Lage ist, das in der Zeit und im Budget umzusetzen. Und da kann relativ früh eingreifen. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil hier können Sie noch was, hier vorne können Sie noch eingreifen. Hier können Sie noch sagen, stufft mehr Personal, schaut, dass es auf die Reihe bringt. Wenn Sie es hier hinten merken, ist es zu spät. Dann erreichen Sie es nicht mehr. Gut, dann, wie viel Zeit haben wir noch, damit wir noch für die Diskussion noch genügend haben? Okay, gut. Hier haben wir sozusagen die monatliche Gesamtsicht. Also jeder Monat ist hier aufgelistet und man sieht hier die Ampelstati und man sieht hier hinten, das war das Staffing, was ich vorhin gezeigt habe. Das ist relativ rot gewesen und deswegen, weil es immer wieder geschwankt hat und deswegen haben wir auch relativ früh angreifen können. Resümee. Also, was ist der Nutzen, den die Steuerverwaltung daraus zieht aus dem Ganzen? Wir haben eine Managementübersicht und die ist neutral. Und das ist ganz wichtig. Die ist nicht vom Projektteam gemacht. Das sind Zahlen, die bringt der Lieferant, das Projektteam an die Firma QSM an der Stelle oder an die unabhängige Stelle. Die macht dann einfach einen Bericht daraus und wir können dann daraus Rückschlüsse ziehen. Die sind nicht gefärbt. Das ist ganz wichtig. Wir haben rationale Entscheidungsgrundlagen. Wir haben eine Kostensicherheit für die Projekte, weil wir relativ schnell eingreifen können. Wir haben die Planalternativen, wir können Szenarien machen. Wenn das Projekt aus dem Ruder läuft, können wir Szenarien machen, wie können wir das anders gestalten. Und wir haben kontinuierliches Risk Assessment mit einer Früherkennung.
Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass wir unsere Ziele erreichen, dass der Return of Invest auch gewährleistet ist. Also das, was wir investiert haben, dass das auch umgesetzt wird. Somit wäre ich erstmal am Ende von meinem Vortrag. Wäre jetzt für Fragen und Diskussionen bereit. Ich habe leider ein bisschen 5 Minuten mehr gebraucht als geplant, aber ich wäre für Fragen offen. Und Herr Celli, vielleicht, wenn Sie mit dazukommen würden. Herr Celli kann Ihnen dann die technischeren Details, er ist von der Firma QMS, die technischen Details besser erklären. Fragen? Vielen Dank, Herr Lindemann, schon mal eine Zwischenetappe. Danke. Vielen Dank für das spannende Referat, für einen Einblick in dieses sicher sehr genau beobachtete IT-Projekt des Bundes. Sehr genau beobachtet, ja. Wenn ich mir erlauben darf, darf ich gleich die erste Frage stellen. Ja. Bitte. Ich habe mich noch überlegt, wir sind ja hier in der Beschaffungskonferenz. Ja. Und wie verhält es sich jetzt konkret, eben, wenn Sie Lieferanten da auswählen, wurden die schon vorher beschafft oder wie läuft das genau? Also wir haben zusammen mit dem BIT eigentlich so gestaltet, dass wir Rahmenverträge abgeschlossen haben für verschiedene Technologien. Also wir haben Architektur gemacht, haben dann gesagt, welche technologischen Komponenten verwenden wir und haben daraufhin Rahmenverträge. Also wir haben zwischen 3 und 5 oder 6 Lieferanten, die einen Rahmenvertrag haben und wir arbeiten hier im Minitender-Verfahren. Das heißt, im Rahmen des Minitender-Verfahrens geben dann diese Lieferanten die Angebote so ab, damit wir sie nachher verarbeiten können. Das heißt, diese Erhebung, zu der Vergangenheit und auch die Functional Points Analyse und diese Themen müssen vorab mitgeliefert werden. Okay, vielen Dank. Das ist schon mal beruhigend, dass das jetzt beschaffungsrechtlich alles klappt. Ja, also ich kann sicher sein, also ich möchte wissen, wo die anderen 47% herkommen. Also bei uns sind keine Freihändler. Gut, ja. Darf ich das Mikrofon, wem darf ich es überreichen für eine Frage? Hengartner, Finanzdirektion Kanton Zug. Ja. Wenn die neue interkantonale Vereinbarung in Kraft treten wird, werden Sie keine Referenzen mehr verlangen dürfen von Ihren Anbietern, weil da steht, man dürfe nicht mehr zur Bedingung machen, dass Anbieter bereits eine oder mehrere Aufträge eines unterstellten Auftraggebers erhalten haben. Sie werden dann also auch Newcomer haben, die offerieren. Wie gehen Sie mit so Newcomern? Also es ist so, dass die Referenzen bestehen auf bereits umgesetzten Projekten, die der Lieferant hat. Und das ist nicht nur unbedingt beschränkt auf exakt genau das gleiche Gebiet. Also er muss halt Projekte angeben, wo er sagt, da habe ich schon gearbeitet und die sind so verlaufen. Ja, aber eine Software im Bereich der Steuerverwaltung, da wird es keinen Privaten geben, der sowas kauft. Ja, ist richtig. Aber ich sage es mal so, wir haben Shared Services, nehmen Sie SAP-Kundenbuch. SAP-Kundenbuch ist SAP-Kundenbuch. Die Unterschiede zwischen der Steuerverwaltung und einem normalen Unternehmen sind nicht allzu groß. Ja, und da können Sie natürlich schon eine Referenz hernehmen und sagen, ich hätte gerne von SAP-Referenz Umsetzung eines Kundenbuchs bei einem anderen Kunden, zum Beispiel ein Industrieunternehmen, um die Produktivität zu bestimmen. Also es geht nicht darum, die gleiche Größe, sondern die Größe im Verhältnis zur Produktivität, dass wir feststellen können, wie hoch ist diese Varianz. Also vielleicht... In dieser Datenbank von diesen x-tausend Projekten haben wir die Applikationen strukturiert nach verschiedenen Applikationstypen. Das heißt, wir finden immer im Zusammenhang mit dem Kunden die Referenzdatenbank, die die passendste ist. Tatsächlich haben wir auch eine Business-Government-Sektion, wo viele Applikationen aus der öffentlichen Verwaltung in der USA als Referenz genommen worden ist. Und das passt sehr gut auch für die Schweiz, auch ein Bundesstaat. Weitere Fragen? Vielen Dank. Das ist schon mal interessant, sicher auch Verwaltung und Privatwirtschaft zu vergleichen. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen auch? Ja, danke. Mein Name ist Beat Gnegi von Accenture. Frage, diese QSM-Methodik, die Sie anwenden, hat diese die Struktur dieser Minitenders beeinflusst und wenn ja, wie? Nein. Also es ist so, die Minitenders für die Umsetzung wurden vom BIT beschafft und QSM arbeitet für die Steuerverwaltung an der Stelle.
Also die Steuerung dieser Sache wird von der Steuerverwaltung gemacht. Deswegen haben wir auch gerade vorhin ein Beispiel gezeigt, wo wir eine Kontrolle gemacht haben bezüglich des BITs, eines Projekts, was das BIT alleine umgesetzt hat. Das ist eine Steuerung, die wir von der Programmleitung her machen. Also das heißt, die hat keinen Einfluss gehabt auf die Gestaltung der Verträge mit den Lieferanten. Gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Was ich mich noch gefragt habe, diese Formel, die Sie gezeigt haben, ja. E gleich, das tut fast wie ein bisschen mc², ist es mit diesen hoch 3, hoch 4, wie ist das genau zu verstehen? Das muss ich, glaube ich, übernehmen. Ja, ich glaube, ja. Also die Firma QSM hat diese Putnam Equation, Software Life Cycle, Putnam Equation, die finden Sie übrigens auch in Wikipedia, wenn Sie wollen. Das ist eine Arbeit, die vor 30 Jahren gemacht worden ist im Auftrag vom Department of Defense in den USA. Und das ist einfach eine Formel, die das Verhalten von einem Technologieprojekt wie die Softwareentwicklung abbilden kann. Und das basiert auf verschiedenen mathematischen Hilfsmitteln, ist empirisch stark entwickelt worden, das heißt basiert auf reellen Projektdaten. Und auf dieser Formel simulieren wir die Softwareentwicklung seit 30 Jahren. Und wir haben damit auch jetzt in der agilen Welt sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach eine mathematisch entwickelte Simulationsverfahren sozusagen. Es ist aber alles publiziert und es ist nicht geheim. Also wir haben keine abstruse Geheimhaltung, sondern Sie können das auch selber programmieren, wenn Sie möchten. Tun Sie das nicht. Okay. Ja. Wenn Sie also interessiert sind, Sie hätten jetzt die einmalige Gelegenheit, von uns so einen Health-Check Final Report zu bekommen. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten entweder mit Kärchen in den Vasen, die draußen sind, geben oder via SMS oder VCF-Transfer für Ihre Kontaktdaten, dann können wir Ihnen diesen Report zuschicken. Vielen Dank. Es wird alles absolut vertraulich, nur für Selbstzwecke verwendet. Ne? Ja. Gut. Gibt es weitere Fragen? Sonst noch eine Frage, genau. Tamaris Secker aus dem Bundesamt für Landwirtschaft. Ja. Diese Evaluationsmethode, nehme ich an, haben Sie dem BBL vorgestellt und wurde vom BBL auch so begrüßt? Nein, die Methode haben wir selbstständig für uns genommen, weil wir nach einer Methode gesucht haben, wie wir als allererstes unsere Anforderungen verbessern können. Also es war der erste Schritt, wie konnten wir sicherstellen, dass die Anforderungen auch vom Lieferanten verstanden werden. Die Verträge, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Verträge, die Rahmenverträge sind separat von dieser Methodik erstellt worden. Wir machen es aber so, dass wir mit den Lieferanten, wenn wir die Evaluation, wenn wir die Ausschreibungen machen, die Minitender machen, dass wir zusammensitzen und sagen, wir brauchen die und die Angaben, um das erstellen zu können. Und dann können wir die Vergleichbarkeit herstellen. Also wir haben das jetzt nicht mit dem BBL jetzt schon im Vertrag eingebaut. Das wäre auch eine Methode. Also man könnte auch hingehen und könnte im Vertrag schon sagen, dass der Lieferant verpflichtet ist oder in der Ausschreibung schon sagt, dass der Lieferant verpflichtet ist, diese Informationen bei der Offertgestaltung gleich mitzuliefern. Aber wir machen das im Nachhinein, weil wir es aus Zeitgründen gar nicht anders machen konnten. Gut, vielen Dank für die Auskunft, auch jetzt nochmal auf diese Fragen. Bitte schön. Ich denke, wir haben jetzt noch genügend Zeit, die ganzen beschaffungsrechtlichen Aspekte anzuschauen. Das waren jetzt die ersten zwei Einstiege, Schwerpunkt Steuerung, also Leitung und Steuerung von IT-Projekten, von dem her sicher ein guter Auftakt in diesen interessanten Tag. Vielen Dank, Herr Lindemann, nochmal an Sie.